Die Millionen waren womöglich schon eingeplant, doch Queen Elizabeth macht Harry und Meghan einen Strich durch die Rechnung. Das abtrünnige Paar darf seinen Titel Royal Sussex nicht für Werbezwecke nutzen. Das hat die britische Königin entschieden. Wie die Zeitung Daily Mail schreibt, müssen die Herzogin und der Herzog von Sussex ihr Label Sussex fallen lassen. Da sie beschlossen haben, als arbeitende Royals zurückzutreten, haben sie nicht mehr das Recht, königlich in ihren Marken zu nutzen. Sprechen wir darüber mit Arndt Striegler, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Arndt, ist das jetzt wirklich überraschend oder einfach nur konsequent von der Queen? Nun, ich würde sagen, es ist nicht überraschend. Die meisten im Königreich haben eigentlich mit so etwas gerechnet. Und das Ganze, die Verhandlungen zwischen den Royals und den Harry und Meghan laufen bereits seit einigen Wochen und wir hören heute Mittag aus dem Palast. Das Ganze ist sehr weit fortgeschritten und in der Tat, es ist mir bestätigt worden vom Palast nochmal auf, ich sag's mal, auf einem kleinen Dienstwege raus, dass die Königin tatsächlich gesagt hat, sobald ihr aus der Royal Family als Working Members raus sind, dürft ihr den Titel Sussex Royal nicht mehr benutzen. Letzter Termin für die beiden ist im kommenden Monat, im März, dann werden Harry und Meghan noch einmal nach London reisen, um dort noch mal Termine zu machen im Namen der Königin. Und danach ist Schluss und damit dürfte auch Schluss sein für Sussex Royal, für den Titel von Harry und Meghan, von dem sich die beiden ja versprochen haben. Na, sagen wir es mal deutlich, viele, viele Millionen Geld mitverdienen zu können. Wie viel ist diese Marke eigentlich wert? Gibt es da so grobe Schätzungen? Ja, die gibt es und die gehen in den dreistelligen Millionenbereich. Also wir reden hier über einige hundert Millionen Euro, die diese Marke wert ist. Denn gerade in Amerika, da sagen wir mal, steht man ja auf den Titel Royal und auf die Royals und alles, was mit der Königin und dem House of Windsor zu tun hat, zieht in Amerika kommerziell ungemein. Um da einen genauen Wert zu schätzen, ist ganz schwierig. Aber ich würde mal so zusammenfassen, um Geld müssen sich die beiden mit Sicherheit bis zum Ende ihres Lebens keine Sorgen mehr machen. Die Frage ist, müssen Sie sich Sorgen machen um die Familien- und Ehrenverhältnisse? Wie schwierig ist das Verhältnis zwischen der Queen und Prinz Harry und Meghan? Nun, das Verhältnis zwischen Harry und der Queen ist, soweit wir das mitbekommen, relativ entspannt und relativ gut und freundlich. Die Königin mag Harry, das ist mehrfach ganz eindeutig zum Vorschein gekommen. Aber die Queen steht ja auch voll für Pflichterfüllung, ne? Keine Frage. Und da kollidiert, genau wie du richtig sagst, da liegt der Widerspruch. Die Königin einerseits möchte sie ihrem Enkel natürlich helfen, wo sie kann. Andererseits ist ihre oberste Prämisse aber die Pflichterfüllung und, das ist ganz wichtig, der Erhalt der Monarchie. Und im Palast wird befürchtet, dass wenn Harry und Meghan in Amerika, zum Beispiel in Hollywood, unterwegs sind und immer wieder den Titel Sussex Royal benutzen, dass dann vielleicht auch das Ansehen weltweit des Hauses Windsors, also des englischen Königshauses, doll leiden könnte. Sagt Arndt Striegler, unser Großbritannien-Korrespondent. Vielen Dank für deine Einordnung. Gerne.